Zur Einstellung Ihrer Bestellanlage aus dem Sage Shop gehen Sie bitte wie folgt vor. Klicken Sie auf den Menüpunkt Sage Shop und wählen Konfiguration. Hier wechseln Sie auf Bestellanlage. Hier wird festgelegt, welche Felder einer Sage Shop Bestellung in die Sage 50C Vorgangsdaten übernommen werden. Folgende Vorgaben für die Vorgangsneuanlage können Sie hier einstellen. Legen Sie zunächst eine Standarderfassungsart für die neuen Vorgänge aus dem Sage Shop fest. Dies kann Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung sein. Alternativ können Sie die Erfassungsart der neu anzulegenden Vorgänge über die in den Zahlungsweisen definierten Einstellungen der gewünschten Zahlarten bearbeiten. Hier können Sie jeder Zahlart anstelle der Standarderfassungsart eine individuelle Vorgangsart für SageShop-Bestellungen zuweisen, zum Beispiel Online-Zahlung. Hier weisen wir die Vorgangsart Rechnung zu und bestätigen mit OK. In Abhängigkeit der vom Shopkunden bei der Bestellung gewählten Zahlweise wird nach dem Import der Bestellung in Sage 50C geprüft, ob bei der ausgewählten Zahlweise eine Belegart für Shop-Bestellungen ausgewählt wurde. In diesem Fall wird die bei der Zahlweise hinterlegte Erfassungsart für die Neuanlage des Vorgangs anstelle der Standarderfassungsart gewählt. Auf diese Weise wird aufgrund der in der Bestellung hinterlegten Zahlweise zum Beispiel direkt eine Rechnung anstatt einer Auftragsbestätigung erstellt. Die Bestellnummer aus dem Sage Shop kann wahlweise in die Auftragsbezeichnung oder in eines der vier Textfelder im Auftragskopf übertragen werden. Die Kundenbemerkung bei der Bestellung kann in eines der drei Textfelder des Vorgangs übertragen werden. Wählen Sie dafür den Kopftext, Fußtext oder das Bemerkungsfeld des Auftrages. Die im Sage Shop mit den Versandarten verbundenen Versandkosten können einem der vier Rechenfelder im Vorgang zugeordnet werden.